So Leute, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play World of Warcraft Wrath of the Lich King mit... Together mit mir, dem Dangerous. So, und ja, fangen wir mal auf Login. Oh mein Gott, Sie sehen meine Charaktere. Gut, wir erstellen uns natürlich einen neuen für dieses Let's Play, nicht? Was wollten wir denn jetzt eigentlich machen? Schauen wir mal. Ich wäre für, wenn ich... Moment, gehen wir mal eine Minute in uns. Lass mich mal ein bisschen die Charaktere durchschauen. Wenn ich mir die so angucke, wäre ich dafür, dass wir... eigentlich finde ich, die sind alle interessant. Da hast du ja natürlich recht. Also Ork... Ich weiß nicht, von mir aus, ich hätte mal Lust, Moment. Ich hätte entweder mal Lust auf einen Ork irgendwie, oder... Naja, ihr müsst wissen, ich habe schon Mensch, also ich habe ja schon ein paar Charaktere Mensch, hier Taure und Zwerg. Nachtelf, naja, ne? Ja, wäre ja auch ratsam, wenn wir in demselben Levelgebiet starten. Ja, also, worauf hättest du denn Lust? Ich richte mich da ganz nach dir. Nach mir? Ja, natürlich. Du bist hier der Pro. Ja, also, da wir ja beide bei der Horde noch nicht so viele Sachen haben, also, wenn wir jetzt bei der Horde anfangen, dann würden wir nicht mal eben 100 Gold raufziehen können. Das wäre dann leicht nicht möglich. Deswegen wäre ich eigentlich auch dafür, dass wir uns der einen Ork und der anderen Troll vielleicht... Ach so, dass wir bei der Horde anfangen, ja, von mir aus. Mit zwei verschiedenen Charakteren, die aber am selben Levelgebiet anfangen, das ist immer witzig. Ja, und, wie selbst Levelgebiet? Meinst du, dass man sich kein Hordler und Allianz erstellt, sondern zwei in der Horde, oder müssen wir irgendwie... Zwei in der Horde müssen das auf jeden Fall sein, weil Allianz und Horde sind generell feindlich. Sonst würde ich mir einen Blutelf machen, der irgendwie kein Krieger sein kann. Das wundert mich gerade. Ihr müsst wissen, das hier ist nicht Cataclysm, sondern Wrath of the Lich King. Ganz genau. Die meisten Updates kommen erst mit Wrath of the Lich King, zum Beispiel, dass Blutelfenkrieger haben und dass Trolle Druiden können. Ja, okay, sonst mache ich mir einen Ork und willst du dir einen Troll machen, oder? Ich würde mir dann einen Troll machen, ja. Jetzt echt? Ja, ich... Wieso nicht? Ich finde Troll eigentlich generell ganz witzig. Dann mache ich mir mal einen Ork und... Dann mache ich mir mal einen Todesritter, weil ich das ja auch so gut kann. Immerhin habe ich einen auf 55. Erstmal muss ich hier die Hautfarbe ändern, weil... Die Orks können ja ein bisschen sehr eklig aussehen, oder? Können sie. So finde ich... Was soll ich denn nehmen? Grün oder blau als Hautfarbe? Ich glaube, du bist ja grün, ich bin dann mal der Blaue. Ja. Witzig. was kann denn so... Ey, ein Ork hat ja nicht so die geilen Frisuren, oder? Naja, es geht. Ich nehme mal so ein Milchbubengesicht. Milchbubengesicht. Hat mich jetzt aber... Ja, der Troll, der hat auch nicht gerade... Kann man die nachher in Stormwind... Oder kann man man nachher beim Barbier, also das ist so... auf diesem Server gibt es ein paar neue Frisuren halt beim Barbier, aber das ist eigentlich nicht gerade die größte Veränderung. Also man kann sich eine neue Frisur zulegen. Ich nehme für den Anfang mal die beste Frisur, die es dafür gibt bei einem Troll. Oder ich mache mir auch einen Troll. Wenn du dir einen Troll machst, ist es dann theoretisch egal, solange ich überhaupt einen aus der Horde habe? Ja, eigentlich schon, aber wir müssten im selben Levelgebiet sein. Ja, weil dann überlege ich gerade. Sonst würde ich mir auch gerne einen Blutelf machen, aber... Er schwäset ja nicht was. Jäger, Magier, Hexenmeister... Oder noch einen Tauren. Ich hätte sonst... Nee, ein Taure ist mir irgendwie unsympathisch. Priester... Ein Jäger-Blutelfe. Was ist denn so bei einem Jäger-Blutelfe vorteilhaft? Er ist Rolle Schaden und kann Leder und Kette tragen. Okay. Die Kette aber erst mit Level 40. Okay, lass mich nachdenken. Blutelf... Oh Mann, das ist dumm. Wollen wir echt zur Horde gehen? Ja, also wenn wir nicht dahin gehen, dann müssten wir uns ja bei der Allianz entscheiden, was wir machen sollen. Ja, bei der Allianz würde es mir irgendwie leichter fallen. Wirklich? Ja. Na dann wechseln wir auf zur Allianz. Da haben sie bessere Haare. Bessere Haare? Ja, finde ich. So, welchen wollen wir jetzt denn machen? Naja, da ich die Menschen irgendwie... Naja. Ja. Naja, finde. Drenei. Ein Gnom ist so klein. Also ein Gnom finde ich eigentlich witzig, aber der ist so klein. Und noch ein Zwerg. Da würde ich mir, wenn, dann einen Krieger machen. Ein Z
Zwerg wäre doch bestimmt ganz cool, oder? Zwergkrieger, wenn du der... Also dann könnte ich mir... Ich weiß ja nicht, worauf du Bock hast zu zocken. Ich könnte mir den... Ja, irgendwie ist das wirklich eine schwere Entscheidung. Ja, das hätten wir vielleicht irgendwie mal vorher schauen können. Aber gut, das ist nicht leicht. Und wenn wir jetzt hier eine halbe Stunde rumgammeln, dann verzeiht uns das bitte. Wir könnten doch sonst auch die Draenei nehmen, weil dann würde ich einen Schaman benutzen. Ja? Und die haben ja auch noch einen Krieger. Du würdest bei Draenei dann Schamane nehmen? Ja. Gut, Draenei habe ich auch noch nie gezockt, sonst hätte ich darauf eigentlich auch. Und die haben relativ ernste Gesichter, so wie wir beide. Ja. Und die Frisuren sind auch ganz gut. Dann würde ich mir aber so einen hellen Draenei machen. Weil ich finde, der ist irgendwie... Den finde ich angenehm. So, Frisur muss ich mir erstmal eine coole aussuchen hier. Oh yeah, was kann man denn so als... What the... Also ich finde meinen Charakter gerade super. Der sieht eigentlich, also ganz mal abgesehen von der Rüstung, die er trägt, sehr famos aus. Ich glaube, ich nehme mal die Standardfrisur, oder? Der Rest ist irgendwie... Ich finde die nicht so geil. Ich meine, wenn du die Haarfarbe jetzt mal änderst, hier auf so ein bisschen hell, ne, dann trotzdem, das sieht irgendwie nicht... Dann Draenei, der braucht doch keine Haare eigentlich. Oder? Naja, wenn man es so sieht... Okay, Moment, ich ändere nochmal kurz die Gesichtsbehaarung, weil das... Bei mir habe ich gar keine Gesichtsbehaarung, weil der Blick so ernst ist. Der hier sieht aus wie Adolf... Nein. Nicht ganz. Ein bisschen abgewandelte Form. So, dann habe ich meinen Draenei immer fertig, aber... Wie nennen wir ihn? Welchen Namen kommen wir? Es soll ja ein Krieger werden. Das wird der Draenei of Doom, aber der Name... Der geht, glaube ich, nicht. Ich nenne ihn mal... Ich nenne meinen mal Charmaine, aber ob das geht? Ich weiß ja nicht, wie kann man den denn... Warte... Draenei... Okay, dann schaue ich mal. Vertrieben von ihrer Heimatwelt Argus befanden sich die edlen Draenei auf einer äonendauernden Flucht vor der brennenden Legion, bevor sie sich auf einen abgelegenen Planeten niederließen. Oh. Ich bin dann mal schon mal im Ladescreen. Ich habe meinen Azyro genannt. Stufe 1, Krieger. So, ich betrete jetzt auch mal die Welt. Die Geschichte der Draenei. Und lassen wir die Cutscene jetzt durchlaufen, weil ich glaube, da kommt doch jetzt eine, oder? Ladescreen. Ja. Gut, dann viel Spaß bei meinem Ladescreen. Das große Schiff Exoda stürzte vom Himmel. Auf ihrer Flucht aus der verwüsteten Scherbenwelt benutzten die edlen Draenei die Dimensionsschiffe Exoda, um eine sichere Zuflucht zu finden. Dazu habe ich jetzt eine Frage. Die Draenei, wie er sie gerade betont hat, die waren mal in der Scherbenwelt, oder wie? Ja, das ist richtig. Sozusagen war das so, dass die Draenei anfangs mit den Orks in einem Land lebten, also das, so hieß die Scherbenwelt früher, Draenor, bis die brennende Legion die Orks dann dort heimsuchte und sie dann in die, ja, Höllenorks umwandelte. Ach so. So, dann sind wir mal hier und ich habe gerade bemerkt, dass der Sound bei mir übelst leise ist. Ja, bei mir auch in dieser Cutscene, man hört den Sprecher gar nicht. Ja, das ist wirklich... Aber woran liegt das? Einfach am Sound? Ja, so Leute, das sind wir. Wir sind ein Draenei und wir können mit B unseren Rucksack öffnen, haben bis jetzt ein Schwert, eine Hose und Rekrutenstiefel. Ich habe eine Hose, Stiefel, einen abgenutzten Streitkolben. Tja. Ich ein Holzschild und ein Hemd. Ich frag mal nicht, warum du schon ein Holzschild hast. Ich hab Claymore und... Ja, ich bin halt ein Schamanus. Dann stell dich jetzt mal schon mal ein, das Interface. Ich hab das... Wir gehen auf Aktionsleisten, denn die wollen wir ja auch alle haben. So, hab sie angemacht. Ah, ich muss noch mal bei Interface. Schnell plündern an. Ich weiß das gar nicht. Steuerung, Kampf. Schnell plündern, das ist wichtig.
So, genau, das wollte ich auch noch machen. Ich lasse, glaube ich, die Namen von Tieren und Haustieren nicht anzeigen. Status-Tags, Prozentsatz. Das finde ich eigentlich besser als diese normalen EP-Leisten. Von daher mache ich das mal an und los geht's. Dann gehen wir mal zur ersten Quest abgeben. Gut, sprecht mit Proentius bei der Absturzstelle im Armental. Armental, kümmert euch nicht um meine Wunden, Bruder. Der wundert sich, dass wir überlebt haben. Tja, das, Also, wenn ich mal umdrehen würde, ist das Schwert ist größer als ich, ungefähr. Das finde ich ein bisschen Ihr habt überlebt. Danke. Schamane, bei meiner ewigen Seele, es ist gut, euch zu sehen. Oh, danke. Ich weiß nicht, warum die Exo da abgestürzt... Was, das weißt du nicht? Okay, ich habe gerade hier drei Quests, die ich annehmen kann. So, Wiederaufladen der heiligen Kristalle und die Quest muss ich nochmal annehmen. Okay, ich muss hier rein. Eilige Lieferung. Ich glaube, wir lesen lieber nicht jede Quest vor, weil die sind ein bisschen lang. Ja, es gibt auch sehr wichtige Quests, die muss man vorlesen, aber bei denen sind wir ja noch gar nicht. Okay, eilige Lieferung. So, die Fiolensammlung abgegeben und 54 EP. Genau, 54, das rettet die Überlebenden. Das hört sich gut an. Ich frag mal nicht, was das gerade war. Yep, Was? Ich kann Schlachtruf auf Rang 1. Ich frag mich mal nicht, warum mein, WoW gerade abgestürzt ist. Abgestürzt? Ja, die Aufnahme hat sich gerade auch bei mir beendet. Oh, das ich fange jetzt wieder an aufzunehmen, Leute. Gut, tut mir also leid, das war gerade ein Fehler. Bei mir seht ihr dann die unzensierte Version, also. Genau, denn irgendwas hat sich hier gerade wegge. Es gab einen Fehler mit der WoW-Echse. Ich werde das mal, wenn das gleich nochmal passiert, nochmal aufheben. Ja, dann würde ich sagen, dir mal viel Spaß. Ich gehe mal hier, Was will denn der Kriegerlehrer von mir? Ich kann doch noch nichts ausbilden. Das geht doch erstmal noch gar nicht. Ich habe ja kein Geld. Ja, wir müssen Geld holen. So, Fiole mit Mottenblut. Dann auf. Mottenblut beschaffen. Bist du eine Motte? Nein. Doch, klar. Ja, was ist denn das? Das ist ein unberechenbarer... Das ist was ganz anderes. Das steht auch über dem Namen. Übrigens kannst du rechts unten sehen, ob das Ding, was du tötest, dir bei deiner Quest hilft oder nicht. Ah, Überlebende der Drehneide. So, dann machen wir mal hier ein bisschen Blitzschläge. Du hast nicht echt schon Fähigkeiten, oder? Doch, eine. Du hast auch eine. Joa, Schattenwiderstand. Was haben wir denn hier so? Gabe der Naru heilt das Ziel im Verlauf von 15 Sekunden. Du müsstest eigentlich schon eine in der Leiste haben. Ja, die habe ich gerade rausgezogen. Das ist automatischer Angriff. Ja, und noch eine. Heldenhafte Präsenz. Chance, die Gruppenmitglieder im Umkreis von 30 Metern mit Angriffen und Zaubern einen Treffer zu erzielen. Gabe deiner Ruhe, Edelsteine schleifen, blocken. Ich hab da was vergessen. Wo bist du denn eigentlich? Da hinten bist du. Moment. Wie wär's mal mit Einladen in eine Gruppe? Yo, ich hab mal meine Dingenskirchen. Ich hab mal hier zwei Buffs reingezogen. Wie lange hält denn das? Trefferchance um 1 erhöht. Ja, das ist natürlich viel. Ich würde erstmal den hier machen. Ein bisschen leveln, naja, okay, nicht wirklich, aber... Übrigens habe ich schon zwei Fähigkeiten, ich kann auch heilen. Ein Schamane ist eine wirklich gute Wahl, muss ich sagen. War auch der allererste Charakter, den ich mir jemals bei WoW erstellt habe. Der allererste? Ja. Wie viele Jahre ist das jetzt schon her? Bestimmt um die 3, 2. Oha. So, und da unten ist eine Talmotte, das sind aber die richtigen, oder? Ja, davon habe ich ja nur schon 4 umgebracht. So, dann komm mal her hier. Ihr müsst wissen, er wird in dem Let's Play wahrscheinlich die Questen alle sehr viel schneller vor mir fertig haben. Werde ich. Denn, ja natürlich, du wirst auch ein höheres Level als ich haben in kürzerer Zeit. Denn, wie lange spielst du schon WoW? Ein paar Jahre, ich ungefähr... Gute Frage, ich spiele das eigentlich, ich hab's 2 Monate insgesamt gespielt.